Die Geschichte der E-Mobilität ist älter, als man denkt. England 1821. Der Experimentalphysiker Faraday entdeckt, dass Elektromagnetismus eine dauerhafte Rotation erzeugen kann und setzt damit die Entwicklung der Elektromobilität in Bewegung. Mit der Erfindung der Bleisäurebatterie, dem ersten wieder aufladbaren Stromspeicher der Welt, wurde die Basis für die Antriebsart geschaffen, welche 1881 das Trouvé-Tricycle antrieb. Dieses Dreirad gilt als das erste historisch anerkannte Elektromobil und ist damit der Vorreiter des ersten Verbrennerautos, dem Benz-Patent-Motorwagen. In den Folgejahren nahm die Entwicklung der E-Mobilität rasant an Fahrt auf. Der Elektrorennwagen La Jamais Contente durchbrach 1899 als erstes Auto die 100 km/h-Grenze. Auf der Weltausstellung in Paris präsentiert der junge Konstrukteur Ferdinand Porsche den elektrischen Radnabenantrieb sowie das Lohner Porsche Elektromobil, von dem es 1902 auch eine Version mit Hybridantrieb gab. Eine weitere Weltneuheit. Fortan dominieren Elektroautos die Großstädte. Sie galten als leise, sauber und zuverlässig, was für einen regelrechten Boom in der Branche sorgte, vor allem in den USA. Dort wurden allein 1912 30.000 Elektrofahrzeuge verkauft, mit Reichweiten von bis zu 100 Kilometern. Einer der erfolgreichsten Hersteller war die Detroit Electric Car Company, deren Wagen unter anderem mit innovativen Edison-Nickel-Eisen-Akkumulatoren gebaut wurden. 1911 kam es zu einer Kehrtwende in der Entwicklung der Elektromobilität. Der elektrische Anlasser wurde erfunden. Mussten die Verbrenner zuvor noch mühselig angekurbelt werden, konnten sie nun problemlos durchstarten und schafften deutlich längere Strecken, wohingegen E-Autos häufiger laden mussten. Auch Ford, das Schwergewicht der Branche, produzierte nun zunehmend als erster Hersteller Verbrenner per Fließband, woraufhin sich auch andere Hersteller vermehrt von den Elektroautos abwandten. Generell fristeten Elektroautos fortan ein Nischendasein und waren fast völlig vom Markt verschwunden. Einige Tüftler entwickelten in den folgenden Jahrzehnten zwar weiter E-Autos, die aber eine Randnotiz in der Autogeschichte blieben. So das winzige Stadtauto Peugeot VLV, das aufgrund der Ölrationierung während des Zweiten Weltkrieges im besetzten Frankreich heimlich entwickelt wurde. Der Henny Kilowatt, der Ende der 50er Jahre auf Basis des Renault Dauphine entwickelt wurde. Futuristische Prototypen wie das L'Œuf Electrique oder der AMC Amitron. Oder auch bekannte elektrifizierte Baureihen wie die VW Citystromer auf Basis der ersten drei VW-Golf-Generationen. Der Fiat Panda Elettra, der einen Trend startete, auf den andere elektrifizierte Kleinwagen wie beispielsweise der Peugeot 106 Electrique folgten. In den 90ern sollte die E-Mobilität jedoch eine Renaissance erleben. Vor allem die Ölknappheit, die als Folge des Golfkrieges hervorging, stellte die Abhängigkeit vom Erdöl zumindest zeitweise infrage. Zunehmende Berichte über die rasant anwachsende Luftverschmutzung und den damit verbundenen Klimawandel führten zu einem gesteigerten Umweltbewusstsein. In Kalifornien wurden die Umweltauflagen verschärft und ein 1990 erlassenes Gesetz sollte die Automobilindustrie zu neuen Innovationen bewegen und den Weg für emissionsfreie Fahrzeuge ebnen. In den USA war es vor allem General Motors, der die Führung übernahm. Von 1996 bis 1999 stellte der Detroiter Riese den EV1 her. Einen elektrischen Zweisitzer, der die E-Mobilität in den USA wieder zu einer echten Option machte. 2002 ließ GM alle Exemplare einziehen und verschrotten. Über die Gründe wird bis heute spekuliert. 1997 enthüllte Nissan ein Elektrofahrzeug, das die heutige Batterietechnologie vorwegnahm. Der Prairie Joy EV war das erste Auto mit einer Lithium-Ionen-Batterie. Die fortschrittlichen Akkus wurden zwar schon 1985 erfunden und kamen 1991 dank Sony auf den Markt, Nissan sah aber als erstes das große Potenzial der Akkus im Pkw-Bereich und gilt daher auch als Vorbote einer neuen E-Auto-Generation, die 2006 die Geschichte der E-Autos um ein erfolgreiches Kapitel erweitern sollte. Denn Tesla Motors setzte mit dem Roadster neue Maßstäbe. Auch die Kalifornier setzten bei den Batterien des Sportwagens auf die Lithium-Ionen-Technologie und etablierten diese in der Autoindustrie. Die Reichweite wurde mit 350 Kilometern angegeben. Das eigentliche Highlight waren aber die Fahrleistungen. Späte Exemplare erreichten nach 3,7 Sekunden 100 km/h.
Die Oberklasse-Limousine Model S sowie die Millionenseller Model 3 und Model Y machten die Technologie in den folgenden Jahren aber endgültig zu einem Massenphänomen und brachten die etablierte Konkurrenz unter Zugzwang. Mehr Effizienz, größere Akkukapazitäten und mehr Reichweite. Die Technik von Elektroautos entwickelt sich stetig weiter. Knapp 1,2 Millionen E-Autos rollen derzeit auf Deutschlands Straßen. Ab 2035 sollen in dem Land keine Verbrennungsmotorfahrzeuge mehr verkauft werden. Fakt ist, die Zukunft der Mobilität ist elektrisch und die Geschichte der Elektromobilität noch lange nicht zu Ende erzählt.